Willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir sind gerade in Sanctuary aus Gründen, die ich nicht mehr weiß. Wir gehen aber nach Oasis zurück. Irgendwas wollte ich abgeben, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Diese Fahrzeugstation geht wahrscheinlich immer noch nicht. Wenn man denn gescheit hochkommt. Hüpf, so, zack. Nein, ist rot. Get All Sands Give ist ja auch unsere Mission. Aber wir haben noch Nebenquests, die, also diese Firewater. Für die sollte ich, glaube ich, ein Skiff haben. Gut, dann gehen wir zurück zu Shade, nach Oasis. Ja, ich wurde darauf hingewiesen von. Sorry, ich bin nicht gut mit Namen. Das, was hier steht, nice parking, ne? Also, da findet jemand dieses Luftschiff, was da parkt, nicht gut geparkt anscheinend oder sehr gut, je nachdem. Aber normalerweise, wenn man sowas aufschreibt, ist es eher, dass man es schlecht findet. Zumindest würde ich es machen. Karte aufdecken. Ich weiß, wir sollen eigentlich das Sensgef holen. Aber ich bin dann so, dass ich sage, hier, es erkunden gibt theoretisch Bonuserfahrung. Und es können ganz nützliche Sachen dabei rauskommen. Ne, das hat es keine Bonuserfahrung gegeben, weil es kein benamster Ort war. Und ich höre Stalker. Auf die Stalker habe ich jetzt keinen Bock. Die Sache ist, wenn ich zu weit in den Sand rauslaufe, und das wissen wir leider. So halb. Ich glaube, so halb wurde es mal erwähnt. Wenn man zu weit in den Sand rausläuft, dann gibt es was Gefräßiges. So à la Dune oder auch in Jedi Academy wurde das umgesetzt auf die Art. Okay, ich habe alles verkauft. Die Munition könnte ich auffüllen, aber wenn wir gleich mit einem Fahrzeug unterwegs sind, ist Munition doch eh vollkommen egal. Diese Augen. Der hat ganz besonderes Equipment. So, da ist eine Ammo-Station, da wollte ich nochmal hin. Pistole voll, Sniper voll. War nicht viel, aber war was. So, jetzt. Ups. Forcing you to stay in Oasis and hang out with me some more? Darn. Well, my other friends out in the flats might have some Sandskiff parts for you. They are very nice and alive. Go talk to them, but be careful. If you step on the flat sands out there, the sand grubs will hear you and eat you, and then you won't be able to hang out with me. Da war es gerade der Kommentar. Wenn man zu lange im flachen Sand rumhängt. Deswegen wollen wir das nicht. Wir besuchen jetzt mal Shades Freunde, die noch total am Leben sind. Hier darunter, da gehen wir jetzt nicht. Also so am Leben sieht er nicht aus, wenn der da ein Metallteil hat. Und das auch. Tell me about it. How is your family? Well, they... End of tape. That is a great story, Lionel. Friend, I believe he has an engine capacitor stashed somewhere nearby. It's yours! Muss ich da jetzt runter? Hallo, Sandwurm. Tschüss, Sandwurm. Ich habe doch gerade den Sandwurm getötet. Ach, da vorne. Ich muss jetzt tatsächlich auf den flachen Sand. Locate Sandworm Queen. Oh.
Das auch noch. Nicht nur, dass ich Sandwürmer habe, die mich fressen wollen, sondern es kommen auch noch die Königin dazu. Mist. Ich habe gedacht, wenn der letzte gekrittert hätte, dann wäre gut gewesen. Oh, der Arme. Naja, wir kommen durchaus noch zwei, dreimal her. Aber eben nur zwei, dreimal. Nicht so häufig, wie man es erwarten würde von einer Hauptstadt, Hauptstadt. Und es ist halt am Anfang leider, leider ein etwas langer Laufweg. Aber ich glaube, wir haben den, ich habe den gemacht, wo man am meisten Stress damit hat. Die anderen sind nicht so ein Problem. So, da steht nämlich jemand. Irgendwie. Ich bin nicht überzeugt. Zack. Dann reden wir mal hier mit dem. Kein guter Witz. Sie einmal da hoch. Ja, wie man merkt, der Shade ist so ein bisschen allein und verrückt und nimmt Identität von anderen Leuten an. Ist sicher nichts Gesundes. Aber wenn er es braucht, um zu überleben. Ups, das war fast falsch. Wenn er es braucht, um irgendwie zurechtzukommen, soll er machen. So. Und zu guter Letzt liegt da. Hi there, Jen. I'm Jennifer. Clothes and boys in high school in Gotham. That's Jennifer. A nice girl, but very naive. I think she has a magnetic overthruster you could use for the sand skiff. Unterm Bett. Jetzt. You have everything you need to rebuild the sand skiff. Just think the lovely people of Oasis. It's good we have so much water. Otherwise, we might have died of dehydration. Ja, wie gesagt. Attach those parts you retrieved to the sand skiff. Then you may scan it and summon one from any catch-a-ride machine. Wie gesagt, Shade erfüllt oder zeigt alle Symptome für Dehydration. Oder fast alle. Und da haben sich die Entwickler schon korrekt was machen, korrekt was umgesetzt. Ich muss zu Shade zurück, wenn er meint. Aber gut, wenn wir gleich dann den Sandskiff haben, dann werden wir eh wieder zu ihm zurückkehren, weil wir die Whisky-Mission noch machen werden. Fuck you. Sorry. Captain Scarlet has been tracking the treasure of the sands for several years. You should sail out to meet her in your sand skiff. My great grandma used to be a sand pirate around these parts, but I don't want anybody to know that. Her old ship is just outside of Oasis. I need you to scuttle it and erase any evidence of the creepy stuff my grandgram used to do. Go get the explosives I stashed for you.
kriegen jetzt auch noch ein paar mehr Nebenquests. Hey, Vault Hunter Guy. Need your help. My grandma used to be friends with Captain Blade, the guy who buried the treasure. He left his pet stalker to my grandma when he died, and she took care of it and stuff. But then she died and left it to me, and I'm like, I don't want to take care of a friggin' stalker, they're gross. So go kill it for me. It's an oasis somewhere. Okay, wir sollen Haustiere töten. Jobs for you. You have met Jocko, yes? He is a simple man with very big dreams. He wishes to be a sand pirate, you see. I'm sure he would love it if you could give him some pirate prosthetics. Teeth, peg legs, things of this sort. Na super. Okay, und burying the... Nein, Wingman. Okay, da wollte er irgendwie nicht mit uns reden. Zu der Quest. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Quests. Die wir jetzt natürlich, wie immer, erst erfüllen werden, bevor wir die Hauptquest weitermachen. Ich bin ja so. So, wir können Rocket Hovercraft, Harpoon Hovercraft oder Saw Blades machen. Ich nehme Harpunen. Und zwar in Novastar. Warum gerade Harpunen, fragt ihr euch. Ich meine, Raketen waren die ganze Zeit viel besser. Vielleicht. Deswegen. Die Harpunen machen doppelten Schaden. Erst kann ich mit der Harpune den Gegner direkt abschießen. Und dann explodiert sie nochmal. Und außerdem habe ich trotzdem noch eine MG. Ich muss natürlich nur gegen unsichtbare Gegner aufpassen, dass ich die treffe. Mit dem Skiff kann man leider nicht hoch und runter zielen. Das ist aber nicht gut. Und das kann ein Problem sein. So, jetzt machen wir mal hier erst den Firewater. Dafür kann man mit dem Skiff links und rechts lenken. Das ist sehr praktisch. Und diese Harpunen sind echt stark. Die fliegen schnell und die sind verdammt stark. Hier die MG im Vergleich. Aber die MG kann critten, das muss man halt auch sagen. Oh, man kann doppelhitten. Schlink. So, wir gehen mal... Also ich bin persönlich sehr ein Fan vom Harpunenfahrzeug. Oh, da ist eine geplatzt. Bumm. Ich soll da hoch. Gut, dann... Ich glaube, es kommen fast unendlich Würmer. Deswegen gehen wir lieber in das Camp und machen das. Nur dadurch, dass die Harpunen so langsam explodieren, kann man halt nicht sich darauf verlassen, dass die Explosion dann noch tötet. Rums. Oh. Das könnte töten, nein. Jetzt habe ich ihn getroffen. Trefft denn mich mit der Harpune? Gut, dann machen wir es halt so. Vielleicht. So. Hier gibt es übrigens auch einen Gunner Seed. Gunner Seed kann genau das. Also der Gunner Seed ist nur MG. Und ich glaube, das ist bei allen Sandskiffs so. Ist das so ein bisschen langweiliger, die Rolle? Wir wollten den Whisky holen. Die Sache ist, derzeit sind die Gegner hier alle eine Lachnummer. Und das wird nicht besser, weil unsere Waffe wird nicht schwächer. Die Gegner werden aber nicht viel stärker. Komm,
Cockmaster. Das war der Psycho. Da ist ein. Das Powder Keg. Den kann ich irgendwie nicht. Da konnte ich irgendwie nicht an der Wand vorbeischießen. Aber der hat eine coole Granate. Ach, den muss man an den Rücken schießen, nicht an den Kopf. I love you. Ich wollte den Whisky holen und mich nicht von Gegnern ablenken lassen. Ich habe übrigens gerade was gesehen. Nee, ich dachte gerade, ich hätte da einen blauen Missionsstern gesehen, blauen Missionspunkt. Aber die Sichtweiten sind cool. Das fand ich auch schon im Hauptspiel. Cursed Pirate. So, jetzt ist er tot. Jetzt ist er nicht mehr verflucht. Ich glaube, das soll ein Badass sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Cooldown Rate, nö. Und noch eine Truhe. Mit ein paar Granaten. Ja, die nehmen wir mit. Frank ist ja auch einer der Toten. Also. Ja, Shade übertreibt manchmal ein bisschen auch mit dem Impersonating. Und ja, wir wollen auf jeden Fall später einiges an Piraten töten, weil wir sollen ja noch die Holzbeine und Goldzähne holen. Aber das muss jetzt noch nicht sein. Also so von der Schnelligkeit. Wir haben noch Zeit. Ups, das war falscher Knopf. Was ich eigentlich machen wollte. Was kann man mit dem eigentlich auch? Ups. Warum wechsle ich die ganze Zeit den Platz? Hier. Powerslides gehen nicht, aber boosten kann man. Und dieses seitlich rutschen, das finde ich eigentlich ganz praktisch. So, es ist eigentlich nicht gedacht, dass man noch Aces reinfahren kann. Aber mein Gott, was interessiert mich das? Ah, Frank war der Angler. Nee. Nee, Frank ist jemand Neues, den kennen wir noch gar nicht. Oh. Naja. Hauptsache Quest abgeben. So. Jede abgeschlossene Quest ist eine gute Quest. Das dauert noch. Das machen wir. So, ab dieses Pier hier entlang. Boost runter. Wuhu. Pop. Sich da hoch? Ja. Und warum muss ich immer auf der linken Seite aussteigen? Ich sitze mittendrin, aber es steigt immer auf der linken aus. So, kommt mal her. Crocmaster, tot. Powder Monkey, tot. Rapscallion. Ach, da oben. Ich höre einen Midget, der hier natürlich nicht Midget heißt. Sondern Swabby. Das Schöne ist natürlich, mit Boar schieße ich durch den Powder Monkey durch und damit zuerst auf den Körper und dann doch noch in die Crit-Stelle. Und da ist der Ring. Oh, happy days. Please, I feel too shy to propose myself.
Ralph, could you do me the favor of asking Natalie to marry me? Aha. Jetzt sollen wir auch noch den Antrag für ihn machen? Na, ist ja klar, kann sich ja selber nicht antworten. Okay, da ist noch ein kleines Gebiet zum Erkunden. Da unten ist noch ein bisschen was zum Erkunden. Aber es wird besser. Hallo Stalker. Hey, found this stupid thing. Great. Be careful. My grandma used to feed orphans to it. So if your parents are dead, like, be careful or whatever, you might be able to smell your orphan musk. You killed Captain Blake, stupid stalker. Yay. Go back to the bounty board and I'll pay you. Die ist auch so begeistert bei der Sache. Na? So. Die Treetail Stalker haben einen besonderen Angriff. Hat man ja gerade gesehen vom Großen. Mit dem sie sich so im Kreis drehen können und dabei mehrfach angreifen. Und das ist ein Skin. Ich habe doch gerade gesehen, da hat sich was komisch bewegt. Das Blöde ist, wir finden lauter Runner-Skins, aber wir haben noch keinen Runner. So, da müsste jetzt eigentlich hier die Gegend erkundbar sein. Jawollo. Das heißt, wir haben jetzt das alles aufgedeckt. Ja, gut, da oben nicht. Ich beende jetzt den Part. Wenn ich den nächstes Mal starte, dann sind wir wieder am Anfang von Oasis und wir können mit einem Fahrzeug runterfahren. Das geht ein bisschen schneller. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.